Ey Leute, wisst ihr was? Ich will euch mal was erzählen, ne? Hallo, ich bin Link und ich habe eine Maske Wahrheit auf. Nein, wir sind hier bei Legend of Zelda. A Link to the Past, wollte ich fast sagen. Und nein, wir, nee, das sind wir ja gar nicht. Ich glaube, es ist Part 21 hier, oder? Ach, gehe ich jetzt schon wieder schwimmen? Och nein, das kann nicht mein eigener Ernst sein, dass ich jetzt schon wieder einfach nur dumm schon rumschwimmen gehe, oder? Nein. Nee, das mache ich so nicht. Pass auf, ich werde mich jetzt einfach mal wegteleportieren. Was haltet ihr davon, dass ich mich einfach mal wegteleportiere und nicht schon wieder einfach dumm herumschwimmen gehe? So, wie war das nochmal? Nein. Das war das richtige Lied gewesen. Das habe ich gesagt. Entschuldigung, dass ich so ruhig war. Nein, ich will mich hier erstmal wegteleportieren. Ich habe jetzt noch an diesem Zeitschwung noch etwas zu tun, weil mir ist gerade aufgefallen, ich bin ja jetzt am letzten Tag. Und das kann ich mir richtig geil ausnutzen. Das kann ich mir wirklich richtig geil ausnutzen gerade. Weil am letzten Tag, ist mir gerade aufgefallen, bleibt uns wieder eine Möglichkeit offen. Oh mein Gott, hast du mich erschreckt. Am letzten Tag bleibt uns eine Möglichkeit offen, die mir so gar nicht mehr eingefallen ist, wo ich erst mal drüber nachwurschteln musste. Und als ich dann nachgewurschtelt habe über diese Idee, da habe ich mir gedacht, oh, ziemlich geile Geschichte, muss ich einmal sagen. Und dementsprechend habe ich mir dann einfach gedacht, ja, was soll's. Gehen wir einfach mal gucken, was wir hier noch so zu tun haben. Ey, hallo, komischer Stein. Man hat mir gesagt, ich soll mir etwas ausdenken für diesen Stein. Ich bin mir ehrlich gesagt noch gar nicht sicher, was ich mit diesem Stein mache. Aber, ja, das ist anscheinend ein Stein. Und dieser Stein, der redet mit uns. Hallo Stein. Mal sehen, was du zu sagen hast. Gar nichts. Okay, finde ich auch gut. Muss nicht mit uns reden. Der Mythenstein spürt die Anwesenheit der Maske und spricht zu dir. Doch der Sinn seiner Worte vernimmt nur Auserwählte. Oh shit. Der Geist eines fantastischen Tänzers, der auf den Feldern von Termina starb, tanzt dort noch heute Nacht für Nacht. Gruselig. Das ist gruselig. Okay, alles klar. Dann werde ich dir einfach mal glauben. Also, der Tänzer, den haben wir schon mal gemacht. Das ist ein Hinweis auf eine andere Aufgabe, den wir schon gemacht haben. Somit die Maske der Wahrheit natürlich auch ein Hinweisfinder für andere Dinge und andere Masken. Das kann man völlig unabhängig voneinander finden. Da gar kein Ding. So, jetzt werde ich auch mal für einen kurzen Moment auch mal eine andere Maske nutzen. Und zwar die Hasenmaske. Aber über dieses Feldlaufen macht nicht gerade sehr viel Spaß, wenn man so langsam ist. Und man auch kein Pferd hat. Und man auch sonst gar nichts hat, dann ist es immer so ein bisschen unangenehm, einfach so herumzulaufen. Aber wir wollen ganz da hinten hin. Da, wo auch dieser Kükenmann war, wollte ich schon fast sagen, der Kükenmann. Genau, wo der Kükenmann war. Oh, guck mal, ich habe was gefunden. Guck mal, ich habe was gefunden. Pass auf. So, pass auf. Hier ist noch so ein Scheißteil. Hallo, komisches Teil. Mal sehen. Warte, Mythenstein spielt meine Anwesenheit der Maske und spricht zu mir. Doch nur Auserwählte können seine coolen Worte übernehmen. Und zwar will er uns einfach was sagen. Ja, die Prima Maske scheint die seltsame Eigenschaft zu haben, mir um Tieren Reife zu verleihen. Interessant zu wissen. Ja, das haben wir auch schon gemacht. Aber es wird schön, dass hier in der Nähe wirklich Hinweise auftauchen. Zum Glück habe ich das rote Upgrade da. Damit treffe ich alles! Okay, alles klar. Hat wohl wirklich funktioniert. Seht ihr, dafür ist das rote Upgrade doch richtig cool. Ich benutze das so gerne auch für so welche Drehattacken, auch wenn es so eine Kleinigkeiten sind. Aber mit der blauen würde ich einfach nicht alle Büsche bei sowas erwischen. Mit der roten erwischt man einfach alles. Jo. Was bist du hier jetzt nochmal? Bist du, was bist du hier? Ich glaube, das ist das, wo ich hin möchte, oder? Ich glaube, das ist sogar da. Ja, hier will ich hin, die Hunderennbahn. Genau die habe ich gesucht. Okay. Und zwar gibt es hier ein Hunderennen. Geil, ne? Also wir können jetzt hier so ein Hunderennen machen und können jetzt unser Glück versuchen. Na, Glück. Glück ist so eine Sache. Also wir können unser Glück sogar ein bisschen... Halt mal, welche Farben haben die Hunde dort hinten? Bist du gelb? Und bist du blau? Okay, nö, das ist mir zu viel. Ich hau ab. Hier, was möchtest du? Du willst denn einen Tag wie diesen? Was willst du? Achso, dieses Mamamujans Hunderennbahn. Wusstest du das nicht? Möchtest du vielleicht eine Wette abschließen? Der Mindesteinsatz beträgt 10 Rubine. Okay, hast du Interesse? Ja, doch. Warum habe ich dir wohl gesagt, dass der Mindesteinsatz 10 Rubine beträgt? Mit weniger kannst du nicht teilnehmen. Ich hab kein Geld? Verdammt, ich hab kein Geld! Oh nein, was war? Ich bin gleich wieder da. Okay, ich bin gleich wieder da.
ich muss so dringend auf Toilette. Wir rennen jetzt auf Toilette, denn das macht uns so wie Spaß. Wir ballen auf Toilette, wissen nun nicht mehr, wo die ist. Wir haben ein kleines Zimmer zur Verfügung. Wo ist denn die Toilette? Wo kann ich sie finden? Ich hab doch keine Ahnung, wo sie jetzt sich befindet. Hab ich denn eine Ahnung, wo ich mich hier befinde? Alles ist viel zu schnell hier, unsere Stimme kackt ab. Was soll ich denn tun in dieser Stadt? Was soll ich denn nur tun in dieser Stadt? Ich will auf die Toilette, kann sie aber nicht finden, Mann. Wo soll ich es denn klettern? Ich brauche doch nur Geld. 22 Rubine sind nicht genug für mein Datenschatten. Oh mein Gott, was ist das denn? Ich habe die Truhe schon geöffnet. Oh mein Gott, wo soll ich hingehen? Ich habe nur noch eine Wahl. Hab ich denn überhaupt noch den Code hier stehen? Hab ich denn eine Zahlen? Reihenfolge von 5 Stellen. 5 Stellen sind nötig, und hier zu bestehen. So etwas will ich nicht, so was geht nicht. Was willst du denn? Was ist das denn? So etwas will ich auch, du Arsch. Jetzt lass mich hier hereingehen. Jetzt gebe ich dir den Code, Mann. Ich habe eine Zahlreihenfolge von 4 Zahlen. Was soll die Reihenfolge nochmal? Ich kann es dir hier sagen. Blaskopf ist ein Spiel für nette Kinder. Rüdiger ist so schlecht in Blaskopf, er ist Verlierer. Oh, was soll ich denn sagen? Das definitiv nicht. Jetzt kann ich ja dich auf. Funktioniert immer wieder. Ich bin wieder da. Ich habe jetzt wieder Geld mitgebracht von der komischen Grube. Komm ja aus der Dunkelheit der Grube. Nein, wir können jetzt Wetteinsätze machen bei dieser Dame. Wir können jetzt nochmal mit ihr reden, während wir genug Geld haben. Ja, ich habe Interesse. Zuerst musst du dir ein Hündchen aussuchen, von dem du glaubst, dass am Chitten ist. Bring es zu mir. Tja. Wie ihr wisst, können wir mit Tieren reden. Und, naja, es gibt so bestimmte Tiere. Uff, ich muss für meine Frau und meinen kleinen Welpen sorgen. Ich kann nicht verlieren. Das ist nichts, was mich motiviert. Okay, uff, ich fühle mich, als könnte ich heute gewinnen. Das ist ja super. Das sind ja wirklich tolle Nachrichten. Mal sehen, was haben wir noch hier so? Uff, ich glaube, heute werde ich gut abschneiden. Das ist super. Ich suche aber andere Dinge. Ich suche etwas anderes. Ja, mein Kopf, ich war so zu lange, weil ich hatte die ganze Nacht lang den Boden anheulen sollen. Okay, das hört sich auch nicht so positiv an. Ich weiß nicht. Ja, ich bin müde. Morgen nehme ich mir frei. Dürfen Hunde das? Nein, dürfen sie nicht. Aber wir müssen einen Hund finden, der etwas Positives sagt. Die etwas sehr Positives sagen. Mein Pfoten fühlt sich heute so federleicht an. Sowas habe ich gesucht. Genau nach sowas habe ich gesucht. Hunde, die richtig so, ja, mein Leben ist unbeschwert und ich will gerne Rennfahren machen. Genau sowas habe ich gesucht. Willst du auf dieses Hündchen wetten? Ja, will ich. Erreicht dein Hündchen den ersten Platz, erhältst du den dreifachen Wetteinsatz. Für den zweiten Platz wird der Einsatz verdoppelt. Für die Plätze 3 bis 5 bekommst du zumindest deinen Einsatz zurück. Also, andere Platzierungen haben zufolge, dass du keinen gesamten Wetteinsatz oder deinen gesamten Wetteinsatz verlierst. Was wolltest du setzen? Einfach mal, was muss ich gewinnen? Ich glaube, 50 reichen schon. Wenn ich, doch, 50. Ich glaube, 50 reichen schon für den Anfang. Ja, 50 Rubine. Und los geht die Party geht ab, ey. So, dadurch, dass wir einen Hund genommen haben, der, oh mein Gott, da ist unser, oh nee, los geht das Rennen. Der eine Hund, der ist jetzt vorne und der Hund, der mit dem blauen, der ist jetzt vorne und er hat sich sehr viel Mühe gegeben heute Morgen, um sich richtig aufzubereiten auf dieses Rennen. Er hat schon den ganzen Tag darauf gewartet, dieses Rennen zu gewinnen, aber der blaue wird überholt von der anderen weißen Hund, der genauso aussieht wie der andere Hund und wir fragen uns natürlich gerade, welcher Hund hier gerade der schnellste ist von diesen ganzen Hunden. Der andere weiße Hund ist aber noch an der Spitze, des zweiten Hund, auf den ich gesetzt habe, der ist noch nicht so schnell wie der andere, aber wir wissen noch nicht, ob der weiße Hund noch gewinnen kann, weil er so viel zu weit von unter den ist. Seit dem Platz weiß ich dafür, dass unser Wetter-Safer-Tabel zurückbekommt. Das ist eine wirklich sehr, sehr spannende Aufregung. Wer kann nochmal? Wer bietet noch? Alle Wetter, offenbar kann es nicht glauben, aber Wetter gewinnt. Ich kann nicht glauben, das ist auf den zweiten Platz. Der blöde Hund hat auf den zweiten Platz gewonnen. Der blöde Scheißhund. Okay, alles klar. Also, wie ihr bemerkt habt, wir haben Geld gewonnen. Oh, du könntest Glück, das ist der zweite Platz. Erstaunlich. Du gewinnst den doppelten Wert als nämlich 100 Rubine. Möchtest du normal versuchen? Klar. Zuerst musst du dein Hündchen aussuchen. Alles klar, geht sofort wieder los. Kein Ding. Mal sehen, ob ich wieder so ein positives Hündchen wie das letzte finde. Also, boff, ich glaube, heute werde ich gut abschneiden. Das ist nicht das, was ich suche. Ich suche was anderes. Ich möchte wieder einen federleichten Hund haben. Ja, ich möchte keinen Jaulhund haben. Ich möchte einen haben, der so richtig in Action ist. Davon gibt es nicht so viele. Was hast du gesagt? Hast du gerade Oh Yeah gesagt? Nochmal, warte, ich klick dich immer weg.
So, Wurf. Oh yeah, ich fühle mich unbezwingbar. Ich werde sicher nicht verlieren. Okay, du hörst dich gut an. Du hörst dich nach einem sehr positiven Hund an. Du sagst sogar, oh yeah. Also, mehr als, oh yeah, ich bin eine Schildkröte. Kann ich mir nicht wünschen. Hallo, hier, ich habe meinen Hund. Ja, 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 ja. Willst du auf dieses Hündchen wetten? Oh, aber sowas von. Glaubst gar nicht, wie sehr ich auf dieses Hündchen wette. Reicht dein Platz? Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich hab doch nicht umsonst meine dumme Maske auf. So, was will ich machen? Okay, ich habe jetzt 50. Ich setze einfach mal 80. Warum nicht? Ich habe eh zu viel Geld. Oh, was soll's. Okay, ich glaube, ich muss insgesamt 150 Rubine gewinnen. Aber das werden wir wieder sehen. Und wir sind wieder am Start mit unseren Scheißhunden. Diesmal auf den braunen, komischen grauen Hund gesetzt, von denen es auch nicht so viele gibt. Die Hunde können sich alle gegenseitig blockieren. Sie wollen alle dieses Rennen gewinnen, aber nur der eine Hund kann es schaffen, weil ich auf den gesetzt habe. Renn um dein Leben, du Scheißhund. Renn einfach um dein Leben. So wie jeder andere Hund hier auch. Ja, yeah, unser Hund ist vorne und die anderen Hunde, die haben einfach nichts mehr zu sagen, weil sie einfach viel zu langsam sind. Wir rennen, sie springen und die Gräfer im Hintergrund, sie jubeln mit zu. Alle blockieren sich gegenseitig. Dieser Hund hat gar keine Chance, weil die ganze Zeit blockiert wird. Mann, ist das traurig. Ich wünschte, ich hätte nicht einen Hund, der so versammter Versager ist. Oh, ist das traurig. Oh, ist das traurig. Und? Wird es schaffen? Oh, der ist immerhin noch auf den... Ja, ist immerhin auf den 5. Platz gekommen. Dann habe ich einen Scheißhund an meiner Seite. Und der eine hier hinten hat noch nicht mal Bock gehabt zu gewinnen. Hier, der verfickte Kackhund. Okay, schade drum. Hier kriege ich wenigstens mein Geld zurück. Okay, wenigstens kriege ich mein Wetteinsatz zurück. Willst du es nochmal versuchen? Ja. Ich muss ein bisschen besser abschneiden. Ja, okay, mal sehen, was habe ich noch für einen Hund zur Auswahl? Mal sehen, welche Hunde hier noch so sind. Habe ich noch so einen Oh-Yeah-Hund? Da wurde dieser einfach so kackblockiert. Vielleicht gewinne ich ja, aber vielleicht verliere ich auch. Du bist nicht ein sehr positiver Hund. Ich mag ihn nicht. Ich will einen positiven Hund haben. So, jawohl, ich will nur... Weißt du, ich nehme den Hund im Goldmodus. Ich habe noch nicht einmal den Hund im Goldmodus genommen, da hinten. Weil mal sehen, wie der drauf ist. Vielleicht hat der ja Lust. Vielleicht hat der ja heute Lust zu gewinnen. Hallo? Wuff, ich muss hier meine Frau... Ich kann nicht verlieren. Okay, du kannst nicht verlieren, das ist, hört sich gut an. Ich vertraue dir einfach mal, Hund im Goldmodus. Das kann klappen, muss es aber nicht. Ich würde sagen, wieso kann ich eigentlich nur so eine Wette? Also, mach ich nochmal 80 Rubine wie eben. Setzen wir nochmal 80 Rubine wie eben. Mal sehen, was dabei rauskommt. Wir setzen auf den blöden gelben Hund, der irgendwie gefärbt wurde. Und was wirst du machen, du blöder Hund? Du hast noch nicht mal Lust zu rennen. Okay, du machst es sehr gut, Hund. Nämlich gar nicht. Ja, du bist wirklich sehr, sehr gut. Nicht gut. Oh, oder hast du doch noch vor zu überholen? Ey, du hast ja doch vor zu übergewinnen. Hund, was machst du da? Wieso bist du auf einmal gut? Bist du irgendwie verrückt? Bist du besoffen? Du warst doch eben noch hinten. Wieso bist du auf einmal so süchtig? Hund? Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Dieser Hund, der ist... Der war doch hinten unten! Der hat echt voll keinen Bock zu verlieren! Der ist in die letzte Offensive gegangen! Ich bin völlig begeistert. Okay, ich hab nie was gesagt. Der Goldmodus hat echt gewonnen, ey. Oh shit, oh shit. Ich hab den ersten Platz erreicht. Das ist der Dreifache. 240 Rubine. Nicht übel, du hast mehr als 150 Rubine gewonnen. Da solltest du einen speziellen Preis erhalten. Ein Herzteil. Vier Einzelteile fügen sich zu einem neuen Herzcontainer zusammen. Heißt ja, wir 4 Stück. Deine Energieleiste wurde erweitert. Yeah, jetzt haben wir noch ein Herz. Nein, ich bin hier fertig. Oh, tatsächlich. Ja, bin ich wirklich. Ich bin hier fertig. Ich habe alles getan, was ich hier tun möchte. Man kann mich, glaube ich, auch dementsprechend hier aus diesem Part jetzt hier verabschieden. Als nächstes Mal werden wir uns ums Bogenschießen kümmern, dachte ich mir mal so. Ich glaube, das ist auch noch eine Sache, die wir in diesem Tageszyklus machen können. Könnte aber auch nochmal gleich mal Geld zurückbringen. Das ist auch eine Sache, der ich mich nachgehen kann. Damit ihr das auch nochmal wieder seht und wir vielleicht mal gucken, wie viel Geld wir auf der Bank haben. Aber gut. Uiuiuiui. Das hört sich doch alles nach einem Plan an. Oh nein, da ist der Mond schon wieder. Oh, so spinning erst dry. Er ist gleich bei dir. Ja, dann wollen wir unser Geld nochmal zurückbringen gehen. Zack, hier nach oben. Und ja, das war doch schon mal wieder viel wert gewesen. Wir haben super viel Hunde-Racing betrieben. Das war eine sehr spannende Sache. Und dementsprechend kann ich... Hört man übrigens im Hintergrund so ein bisschen hin. Ihr hört in der eigentlichen Melodie im Hintergrund noch eine Melodie. Hat das Bedrückendes, oder? Finde ich auch. Naja, gut, wollen wir unser Geld nochmal abgeben? Na, hier, ich will dir Geld geben! Hallo, du bist doch so geldgeil.
Also übrigens habe ich mit einer Freundin darüber geredet gehabt, ob das jetzt ein Mann oder eine Frau ist. Wir sind uns da nicht so ganz sicher. Sie sagte, es ist ein Mann. Ich sag, das ist eine Frau. Und ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich weiß es selber gar nicht mehr. Ich weiß nicht, was sie dazu gebracht hat, überhaupt zu denken, dass sie eine Frau ist. Aber ich weiß auch nicht, warum es ein Mann sein sollte. Von da bleibt das wohl so. Ja, na gut. Wollen wir mal unser Geld einsparen. Und zwar sind es genau 200 Rubine. Die packe ich hier... Halt mal. Nein, will ich nicht. Ich brauche ja noch ein bisschen Geld. Also, was hast du vor? Ich pack dir da erstmal 150 Rubine rein. Warum auch nicht? Ich pack dir da mal 150 Rubine rein, sonst komme ich nochmal später wieder, aber packen wir die erstmal da rein. Ja, ich will wirklich so viel da reinlegen. So, ich habe jetzt 500 Rubine. Komm zurück, wenn du noch mehr hast. Okay, alles klar. Bis zum nächsten Mal, Leute, beim nächsten Part. Ciao!